Was kann ich denn mit dir machen, Kollege? Ich kann dich nur ein bisschen zur Seite ballern. Das ist doof. Hm. Okay. Und gucken. Hier, das kann ich so kaputt machen. Das verstehe ich. Das kann ich so machen. Ah, da muss ich die Gegner besiegen, damit hier die... Ah, dass es da aufgeht. Interessant. So. Dich mache ich mal so kaputt. Dich mache ich so kaputt. Genau. Ihr bösartigen kleinen Alien-Viecher. Was auch immer ihr darstellen sollt. Ich weiß nicht genau. Hä, was mache ich mit dir? Was mache ich denn mit dir, schnuckligen kleinen Putzi-Putzi? Ich krieg dich da gar nicht mehr raus, oder? Doch, Moment. Ja, ich muss dich doch... Puff, puff. Puff, puff. Nee, ich dachte eigentlich, dass ich den irgendwie da so an die Seite rausbekommen würde. Der muss doch hier runter, damit ich ihn dann wieder kaputt machen kann. Bäh, toll. Ja, komm. Nein. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Und buff. Geht doch. Da oben sitzt aber keine Dame, oder? Ich glaube nicht. Man kann sich übrigens, wenn man X-Knopf drückt, dann nochmal so ein bisschen, ja, bisschen genauer oder weiter umgucken. Was anscheinend auch ab und zu mal von... ab und zu auch manchmal vonnöten ist, beziehungsweise einfach hilfreich ist. So, komm her, kleine süße Dame. Schnups. Verbrechensdame. Was die armen Damen wohl irgendwie so verbrochen haben. Naja, anscheinend irgendwie Bankraub oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Ganz, ganz böse Damen sind das. So. Dich habe ich kaputt bekommen. Wofür sind diese Hündchen gut? Oder sind das so eine Art Checkpoints? Kann ich mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, dafür sind die Level eindeutig zu kurz. So, was ist mit dir? Ach, toll. Nein, nein. Toro, 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 nein! Man sollte sich nicht selber kaputt machen. Doch, es sind so eine Art Checkpoints. Ah, interessant. So. Hier, Toro, Toro, Toro. Ole, au, ich bin dumm. Nein, ich habe meine Polizeiuniform verloren und ich war gerade halb nackt. Ob das irgendwie was ist, was man freischalten kann? Das besondere Outfit oder so? Oh, ja. Hm, kleine süße Comicbrüste. Hm, ja, das ist, damit kann man dem Hering imponieren, ja. In der Tat. Ach, ich finde sowas schön. Dupp-di-dupp. Das ist doch auf eine gewisse Art und Weise ein total selbstironisches Spiel. Also das muss man echt mal lobend anerkennen, dass die Entwickler hier durchaus mitgedacht haben, um dem männlichen Publikum irgendwie ein bisschen in die Karten zu spielen oder so. So oder so ähnlich. Aber jetzt mal ernsthaft, wie macht man das denn auf geschickte Art und Weise? Kann man doch gar nicht. Puff, 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 puff. Puff, 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 puff. Doch, kann man. Puff, 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 puff. So, geht doch. Jetzt bitte ein bisschen vorsichtiger. Hier, Toro, Toro, Toro. Und ole! Bam! Ich hab dich besiegt. Nya, 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 nya. Ui, ui. Wenn ihr übrigens noch so allgemein Vorschläge habt für andere... Ich meine, ich kenne nicht alle Spiele, die es im Nintendo Wii U Shop gibt. Nö, kenne ich nicht. Warum auch? Ich habe mir vorhin noch Trine 2 runtergeladen, weil es momentan im Angebot ist. Hm. 50% Rabatt, glaube ich. 8,49 € oder so hat es noch gekostet. Und das fand ich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise relativ fair, so für das, was ich halt so gesehen habe. Und vor allem, weil Trine 2 auch ein wunderbares Spiel ist, was man dann auch vielleicht mal so, einfach Multiplayer zocken kann. Try hat sich da schon halb angemeldet, wir sind aber momentan noch im Überlegen, ob wir es vielleicht zu dritt zocken wollen, also zusammen mit Schnubbi. Aber dafür bräuchte Schnubbi eben erstmal die... Mist, krieg ich dich denn jetzt raus? Achso, so krieg ich dich raus. Didup, didup. Aber dafür bräuchte Schnubbi erstmal die benötigte Kohle dafür. Das war dumm. Wow, war das dumm. Mann, war das dumm. Ich hätte doch nur... Ach, ich bin so ein Honk, bin ich. Moment, habe ich die
Doch, nee, hier oben habe ich jetzt alles eingesammelt. Okay, alles klar. Ja, also wie gesagt, eventuell dann ganz bald mal Trine 2 und das wäre dann ja mal so ein richtig, richtig schönes Three-Gather-Projekt gewissermaßen. Da geiern ja ein paar Leute von euch quasi gesehen schon drauf. Also, dass wir dreimal sowas richtig Schönes zusammenspielen und vielleicht nicht in Monster Hunter oder so. Nee, nee. Trine 2 wäre dann auch tatsächlich mal ein Spiel mit mehr Anspruch. Auch wenn das jetzt echt doof klingt, aber naja. Ende! Das ist super. Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Doch, ich muss dich... Moment, ich muss dich besiegen, Kollege. Das verstehe ich sehr wohl. Na, dann komm mal her. Ein Spiel mit mehr Anspruch. Ja, Trine 2 ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise sowas ähnliches wie ein Puzzlespiel. Nur halt in eine schöne Story irgendwie noch verpackt und mit schönen Charakteren und so. Und das stelle ich mir wirklich sehr nett vor, das mal einfach zu dritt zu spielen. Einziges Problem bei der Sache ist vielleicht auch noch, Schnubbi hat den PC-Teil schon gespielt. Der Teil jetzt für die Wii U soll ja leicht erweitert sein, irgendwie um ein paar Level, habe ich irgendwo mal gehört. Aber kann ich mich vielleicht auch täuschen oder so? Ich weiß nicht genau. Ist dann halt die Frage. Ist immer so ein bisschen doof. Komplett blind ist bei so einer Art Puzzle-Game einfach ein bisschen schöner, könnte ich mir vorstellen. Ach so, solange ich... Ah, das ist ja... Oh. Das ist ja jetzt quasi gesehen interessant. Hä, Moment. Was mache ich mit dir? Ups. Draufschießen, oder? Puff, puff, puff. Aha! Da war eine Verbrechensdame im Tresor eingeschlossen. Die hat doch keine Luft mehr bekommen, die Arme. Und solange ich auf den Blöcken drauf stehen bleibe, da verändern die sich nicht, wenn ich meinen Knopf drücke. Das ist definitiv gut zu wissen. So, ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Schnu, 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 schnu. Alles kaputt, kaputt, kaputt. Und nu? Nee, so nicht. Irgendwie ja nicht. Irgendwie müsste ich euch ja komplett deaktivieren können. Komplett deaktivieren können. Nämlich einfach, indem ich so mache. Genau. Dupdi-dup-di-dup. Ist doch kein Problem. Kein Problem für den Hering. Lalalala. Ja, aber wenn euch neben Trine 2 oder so noch was anderes einfällt oder auffällt. Oder wenn ihr generell noch irgendwie so kleine Spielchen habt oder so. Die der Hering mal so ein ganz klein bisschen zocken könnte. Dann könnt ihr dem Hering da ja einfach mal Bescheid sagen. Und dann könnte der Hering da ganz vielleicht auch mal solche Spiele dann einfach mal spielen. Das war dumm. Mann, war das dumm. So, dupdi-dup-du. Dupdi-dup-du. Oh, das ist besser erstmal hier lang zu gehen. Ne, ist besser hier lang zu gehen. Okay. Schnu-schnu. So, auch dich eingesammelt. Hahaha. Ab ins Kittchen mit dir, du Flittchen. Oder so. So oder so ähnlich. Dupdi-dup. Dupdi. Nö? Wie komme ich denn dort hoch? Offenkundig gar nicht. Zumindest für den Moment. Wo will ich jetzt lang? Okay, der Sprung hat hingehauen. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Was will ich denn? Was will ich denn? Kann ich einfach hier so? Ja, kann ich. Schnups, Schnups, Schnups. Aha. Aha. So. Auch dich sammle ich jetzt ein. Du bösartige Braut der Verdammnis. Oder so. Dupp. So. Ist doch ganz einfach. Ich bitte euch, also. Wer auch immer sich diese Puzzles hier ausgedacht hat, der kann ja wohl absolut keine Fantasie gehabt haben. Das ist ja sowas von einfach irgendwie. Oder vielleicht auch nicht. Aber egal. In jedem Falle finde ich es momentan echt knuffig. Wuhu! Und ab zu meinem Polizeibot. Mission complete. Danke, dass Sie alle wunderbaren Bunnies eingesammelt haben, damit Sie jetzt wieder unsere Polizeiwagen schrubben können. Yeah, das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Ja. Für Verbrecherinnen, erstmal schön leicht bekleidet auf den Gefängnishof stellen und die Polizeiautos schrubben. Ja, ja, ja. Da sieht man dann auch, Verbrechen zahlt sich nicht aus.
Kommt dann halt drauf an, für wen, aber vielleicht ja dann irgendwie doch, aber ach, was soll's. So, da. Ich bin aber auch definitiv zu Experimenten bereit. Also wenn ihr wirklich irgendwie das ultimative, kleine, süße Spiel habt, was mich auch einigermaßen anspricht, also ist ja auch immer so eine Sache. Ich sag dann ja irgendwie schon doch noch Bescheid, wenn ich irgendwie keinen Bock habe, ein entsprechendes Spiel anzutesten, dann ist das in dem Moment einfach so. Ist ja nicht böse gemeint, aber... Ja toll, nee. Brech nix. Ist nicht böse gemeint, sondern ich muss ja einfach nur an mich dann in dem Moment denken. Ups. Und ich denke sehr gerne an mich. Boah. Anstrengend. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Moment. Zack. Nein. Zack. Nee. Irgendwie nicht. Nee, irgendwie auch nicht. Wo kann ich jetzt noch hier hin? So. Der Block ist doch hübsch. So, dann kann ich nämlich so machen. Und dann kann ich so machen. Nee, eigentlich... Ich mach's mir viel zu kompliziert. Wow. Ach so, kann ich nicht einfach... Ups. Ah, nee. Ich muss... Moment. Also hier komme ich durch. Dann muss ich schnell so machen, dann muss ich schnell so machen. Und dann bin ich... Aha, so. Da komme ich nämlich hier hin. Da. Und dann habe ich jetzt schon 3 eingesammelt. Und da hinten haben wir die letzten 2 gesehen. Und dafür muss ich dann einfach nur auf diese Seite rüber. Auf diese Seite rüber, ja. Ups. Genau. Irgendwie so. Irgendwie so. Haha. Auch dich eingesammelt. Nö. Irgendwie dahin, oder? Blups. Blups. Haha. So, Ende. Und Polizeibot, hol mich ab. Level beendet. Ist doch absolut kein Problem. Bisher auch noch keine unlösbaren Rätsel oder so. Nö. Wobei, naja, dafür ist das Gameplay-Element vielleicht auch nicht zu ausgeklügelt genug. Ist ja die ganze Zeit wirklich nur switchen. Deswegen auch Hyper Mighty Switch Force. Jetzt verstehe ich das.